Hello! Es wird Zeit, Leute. Ich habe es vor Wochen und Wochen und Wochen angekündigt, dass ich das Kinderzimmer umgestalte und heute ist es soweit. Ich zeige euch, was ich gemacht habe und ich erzähle euch so ein bisschen, wie der Prozess war und zeige, wie es am Ende aussieht. Ich habe euch relativ kurz nach der Geburt von Vimi das Kinderzimmer gezeigt, wie wir es eingerichtet haben in unserer alten Wohnung und da habt ihr gesehen, es war sehr schlicht eingerichtet, wenig Reize, sehr viel Ruhe, Holztöne und so weiter. Und jetzt ist Vimi einfach ein ganzes Stück älter und hat andere Bedürfnisse und ich möchte einfach so ein bisschen mehr im Kinderzimmer haben. Und hier in der Wohnung haben wir erstmal nur alles ins Kinderzimmer reingestellt, was da vorher auch drin stand. Und jetzt kommt langsam der Punkt, wo ich merke, okay, das kann er gebrauchen und das kann er gebrauchen und damit kann er spielen und so weiter. Ich habe in den letzten Monaten so ein bisschen gesessen und mal wieder Pinterest-Boards angelegt. Das ist immer das, was ich tue, wenn ich so ein bisschen nach Inspirationen suche. Wie kann man was gestalten und so weiter. Ich bin kein Interior-Mensch. Ich habe keine Ahnung und kein Händchen dafür. Das heißt, ich muss mir irgendwo Inspirationen suchen und gucken, was kann man kombinieren. Und habe so ein paar sehr, sehr schöne Bilder gefunden und werde versuchen, mich daran so ein bisschen lang zu hangeln. Insgesamt möchte ich einfach, dass es ein bisschen mehr Spielmöglichkeiten gibt für den Kurzen. Dass es Möglichkeiten gibt, für ihn selbst an sein Spielzeug zu kommen. Dass es Versteckmöglichkeiten gibt, weil er sowas total gut findet, irgendwie eine Decke über einen Stuhl schmeißen oder wenn wir eine Höhle bauen oder so und ich guck mal, ob ich vielleicht irgendwie ein Zelt finde in irgendeiner Form, was wir aufbauen können, damit er sich da so ein bisschen einkuscheln kann und verstecken kann. Und ich möchte einfach insgesamt so ein kleines bisschen mehr Farbkleckse im Zimmer haben. Ich möchte auch jetzt nicht anfangen, das Kinderzimmer kunterbunt zu machen, weil ich persönlich das nicht so schön finde. Aber hier und da so ein bisschen mehr Farbe kann auf jeden Fall langsam mal rein. Ich habe mir so ein bisschen was überlegt, wie ich das umsetzen will. Auf jeden Fall wird es weiterhin diese neutralen Holztöne geben, Weißtöne, Beigetöne und so weiter. Aber ich glaube, wir bringen vielleicht so einen kleinen Blau-Grün-Ton mit rein. Vielleicht ein bisschen Orange, warme Sachen und so weiter, dass wir das Ganze so ein bisschen zusammenbringen. Ich hoffe, das klappt. Ich würde wahnsinnig gerne an den Kleiderschrank austauschen, weil der jetzt da drin steht, eigentlich viel zu groß ist für das, was Vimi braucht aktuell. Wir haben ja die Kommode noch, um da Sachen unterzubringen und der Kleiderschrank ist einfach riesig und klaut ihm viel Spielfläche. Dann hat er nach wie vor sein Babybettchen da. Ich weiß nicht, wie lange das noch hält. Er wächst da wie so ein Wahnsinniger, aber ich würde gerne so ein bisschen diese Ecke gemütlicher gestalten. Aktuell steht es eben sehr funktionell dort in der Ecke und ich würde gerne so ein bisschen Gemütlichkeit schaffen. Aber auf jeden Fall geht es jetzt erstmal los damit, so ein bisschen brainstormen. Sagt man das so? Ich setze mich mal an den Rechner und guck mal, was ich so finde. Das wollte die verrückte Frau sagen. Immer wieder versuche ich, junger Typ zu sein. Was für ein Schwachsinn. So, ich habe jetzt ein paar Tage recherchiert und mal geguckt, was so möglich ist, was ich überhaupt möchte und so weiter. Und ich bin persönlich immer ein großer Freund davon, zu versuchen, möglichst viel Gebrauch zu bekommen. Wenn ich irgendwas in der Wohnung habe, was ich nicht mehr brauche oder was ich austauschen will, verkaufe ich das immer. Also es ist ganz selten, dass ich tatsächlich mal was wegschmeiße. Wirklich dann nur, wenn es gar nicht geht. Ich habe tatsächlich einen wunderschönen alten Holzschrank gefunden. Ich kriege den ziemlich günstig, weil der kleine Problemchen hat. Der hat in der Tür so einen Bruch und so ein paar kleine Nägel drin und so weiter, Löcherchen. Aber ich habe recherchiert, ich bin kein Experte, aber ich habe recherchiert und es sieht so aus, als wenn das gar nicht so schwer ist, das zu reparieren. Also wage ich das Experiment Kleiderschrank und werde den heute Abend abholen und hoffe, das klappt alles. Ich denke, ich möchte ihn in einer bestimmten Farbe streichen. Ich habe so ein bisschen was im Hinterkopf. Ich gehe einfach mal am Baumarkt und gucke, was ich finde. Und wenn ich nichts finde, dann bleibt da eben einfach Natur, was ich auch ganz schön finde. Aber ich glaube, es wäre schön, wenn da so ein bisschen Farbe mit reinkommt. Mal gucken. Dann habe ich recherchiert nach einer Versteckmöglichkeit, hatte ich ja gesagt, dass ich das schön finden würde. Und man findet auf Pinterest eigentlich momentan vor allem diese Tippies. Die finde ich cool, aber ich hätte irgendwie gern was anderes, weil alle diese Tippies haben und ich bin eine Special Snowflake und ich möchte irgendwas anderes. Und habe einen kleinen Pavillon gefunden, den ich absolut wunderschön finde, vor allem, weil einfach ein bisschen mehr Platz darin ist. Ich habe auch so ein kleines Bodenkissen gefunden und ein paar Kissen, dass man das so ein bisschen gemütlich machen kann. Und dann kommt mein Highlight. Ich habe ja gesagt, ich würde schön finden, irgendeine Klettermöglichkeit für ihn zu haben im Zimmer. Habe mich aber relativ schnell davon verabschiedet, was an die Wand zu bringen, so eine Klettergerüstgeschichte. Auch wenn er das wahrscheinlich großartig finden würde. Aber unsere Wände hier sind vor allem aus Gipskarton. Und ich persönlich traue es mir nicht zu, da was anzubringen, was wirklich hält, wenn mein kleines Rabaukenkind daran rumhängt und darum rumwackelt und so weiter. Das heißt, ich habe noch was gesucht, was ich ins Zimmer stellen kann. Und habe ein... Ist da eine Wespe in meiner Wohnung? Horny verfolgt mich. Da ist wirklich eine Wespe in meiner Wohnung. Hä, wir haben November, Schnucki. Ich habe also nach was gesucht, was ich ins Zimmer stellen kann und bin auf
und jetzt hoffe ich, spreche ich das richtig aus, Pichler-Dreiecke gestoßen. Da gibt es verschiedene Firmen, die das anbieten. Das ist im Grunde eine Klettermöglichkeit für kleine Kinder, die man erweitern kann. Da gibt es verschiedene Teile zu, kleine Kletterdreiecke oder Rampen oder Rutschen und sowas. Und ich habe jetzt erstmal so die simpelste Variante genommen. Zum einen, weil ich erstmal gucken will, ob mir das überhaupt gefällt. Und zum anderen, weil einfach auch platzmäßig ich das Zimmer jetzt nicht vollballern will. Ich glaube, das wird ihm sehr gut gefallen, weil er selber runterrutschen kann, weil er seine Autos da runterrutschen lassen kann. Und ich hoffe, dass ihm das gut gefällt. Und fürs Bettchen habe ich mich jetzt dafür entschieden, so einen kleinen, heißt das dann Baldachin? So ein, was man dann, und so an die Decke und dann hängt das. So ein Stoffding halt, will ich da hinbasteln. Und so wie das auf den Bildern aussieht, macht das wirklich super, super gemütlich. Ich hoffe, das klappt alles. Ich habe auf jeden Fall jetzt gerade so ein paar Sachen bestellt und warte jetzt mal ab, dass das kommt. Und heute Abend hole ich schon mal den Kleiderschrank ab. Und dann geht's morgen in den Baumarkt. Ich freue mich so! So, heute geht's in den Baumarkt. Ich brauche Farbe für den Schrank. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich Lack benutze oder Kreidefarbe. Ich brauche Holzpaste, ein bisschen Schleifpapier und so weiter, damit ich diesen Schrank schick hinkriege. Ja, den zeige ich dir noch nicht. Den zeige ich dir erst, wenn er fertig ist. Du kleine Spinne. Und ich dachte, ich nehme euch mit, weil Baumarkt immer wahnsinnig spannend ist. Ich bin gespannt, was ich finde. Logischerweise ein benutzter Schrank, was für mich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen den Charme ausmacht, dass es eben kein vorgefertigtes Ding ist, sondern dass es schon so ein bisschen Geschichte mitbringt. Aber natürlich sieht man dann überall so ein bisschen die Gebrauchsspuren, was ich erstmal auch nicht schlimm finde. Ich finde es auch eigentlich schönes Holz. Ich habe ein bisschen hin und her überlegt, ob ich vielleicht doch nicht streiche. Aber wenn ich jetzt auch weiß, dass ich hier so ein paar Sachen reparieren will, weil da eben auch Splitter dran sind und so, und wenn mir sich da was einfängt, wäre doof. Habe ich gedacht, werde ich ihn jetzt erstmal behandeln, die Löcher stopfen. Und zwar habe ich dafür... Moment. Und zwar habe ich dafür so eine Holzpaste. Die gibt es von verschiedenen Marken. Ich habe jetzt die hier genommen, weil die vom Farbton ganz gut passt, glaube ich. Man findet nicht immer den genauen Farbton, also ich nicht. Wahrscheinlich ein Profi unter euch würde ihn finden und schüttelt gerade im Kopf. Aber ich habe jetzt einfach mal was Helles genommen, weil ich das ja dann überstreichen will. Das ist ein bisschen wie so Paste mit Holzspänen drin oder so. Wenn das trocknet, hat es wirklich auch so Holzstruktur. Und damit will ich sozusagen die Löcher, die Risse und das alles so ein bisschen auf... arbeiten. Ich habe mir so einen kleinen geilen Spachtel geholt. Ich habe mir so einen Spachtel geholt, damit ich das wirklich auch gerade hinkriege und das ordentlich aussieht. Und ich werde zum einen die Risse bearbeiten, aber auch so kleine Einschläge und so, dass ich das alles so wieder in eine glatte Oberfläche kriege. Dann lasse ich das trocknen, dann schleife ich das, dann schleife ich auch die Flächen vom Schrank und dann wird das Ganze gestrichen. Da wäre ich nervös. Hier habe ich schon ein bisschen probiert, wie das funktionieren kann. Und ich glaube, wenn man das dann drüber streicht, sieht man es auch nicht mehr. Hoffe ich. Es geht vor allem darum, dass man irgendwie eine glatte Oberfläche schafft und das füllt so gut es geht. Und dann am Ende, wenn man rüberschleift, wird es ja glatt und dann sollte es funktionieren. Hier haben die so ein bisschen, glaube ich, irgendwie einen Kleiderhaken oder so dran gehabt. Ich habe das schon so ein bisschen versucht reinzudrücken, weil das ein bisschen rausstand. Und das Loch fülle ich jetzt auf und wenn ich das nachher überschleife, glaube ich, sieht man das dann auch gar nicht mehr. Hoffe ich zumindest. Also ich habe hier schon an der Seite mal so ein bisschen Probe gespachtelt, das untere, und habe festgestellt, dass es ohne Spachtel einfach nicht ordentlich geht. Also man kriegt es nicht gerade hin und ich habe mich wirklich bemüht, aber man kriegt das wirklich mit dem Spachtel viel, viel sauberer hin, auch wenn das vielleicht gerade nicht so aussieht. So, ich glaube, das waren jetzt die großen Löcher, jetzt geht es an die Tür. Ich habe ein bisschen Schiss vor der Tür, weil das wirklich ja einfach auch ein großer Spalt ist. Ich glaube, ich fange von der Innenseite an, dass ich da was reinspachtel, um so ein bisschen Stabilität zu kriegen, und wenn das ein bisschen angetrocknet ist, mache ich die andere Seite. Das wird wahrscheinlich ein kleines bisschen dauern, bis da wirklich irgendwie... Ich lasse es dann trocknen und dann probiere ich es nochmal und dann mal gucken. Jetzt wäre es schön, wenn man Ahnung hätte von dem, was man tut. Sollen wir Jelena anrufen? Eben noch eine, nicht ohne Spachtel, das geht nicht ohne Spachtel, und jetzt macht es mit den Fingern. Aber das ist auch ein großes Loch.
Ich bin voll. Ich liebe halt auch an solchen Stücken, dass man weiß, wo sie herkommen. Also ich weiß ja jetzt, dass dieser Schrank von einem super, super lieben Ehepaar ist. Die waren wirklich ganz zauberhaft, als ich den abgeholt habe. Ich kam ja da an und hatte mir, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, Viertelstunde vorher gerade die Finger tierisch verbrannt und dachte schon, ja, es kommt jetzt richtig gut. Ich wollte einen Schrank abholen, aber ich kann leider nicht tragen. Ich habe natürlich trotzdem getragen, aber es war trotzdem süß, wie die mir auch den Schrank auseinandergebaut haben. Und der Mann hat mir noch geholfen, den einzuladen. Und die waren einfach beide sehr sympathisch. Und ich finde, dann macht man irgendwie, hat man noch mehr Spaß an diesem Möbelstück, weil man das dann da stehen hat und denkt, ah ja, stimmt, die beiden waren so nett. Ist halt kein Projekt für einen Nachmittag, ne? Es dauert halt ein bisschen. Aber ist ja okay. Nö, das war's. Trocknen lassen, warten, schleifen. Hände waschen. Okay. Alle so, Hella steht daneben und guckt zu. Hella filmt, einer muss filmen. Mit diesem Möbelstück riskiere ich die Freundschaft zu Jelena. Massiv. Ich habe nämlich einen Kallax gekauft. Und jeder, der Jelena folgt auf YouTube, weiß, oh, oh. Also A ist, glaube ich, nicht so der allergrößte Fan von den IKEA-Möbeln, die überall stehen. Kann ich auch verstehen. Aber B, glaube ich, ist sie leidenschaftlicher Kallax-Nutzer. Ich würde wahrscheinlich am liebsten das Ding komplett dann umgestalten. Ich gestalte es auch um, Jelena, keine Panik. Aber da kommen tatsächlich nur Füße ran. Man sieht ja so einen Kallax tatsächlich in sehr, sehr vielen Kinderzimmern. Aber ich finde zu Recht, weil das einfach so eine Möglichkeit ist, für die Mäuse alleine Sachen rein und rauszuräumen, weil man einfach das dann mit Körben bestückt. Und Bimi ist tatsächlich einer mit einem sehr eigenen Willen, der alles alleine machen will. Und ich glaube, er wird sich sehr freuen, dass er dann alleine an seine Spielsachen kann und raussuchen kann, was er will und so. Seid ihr Team Bedienungsanleitung lesen und dann bauen oder seid ihr Team bauen und dann gucken? Ich glaube, ich bin bauen und dann gucken. Mit jedem Brett, was ich da anstecke, stirbt ein bisschen was in Jelena. Komm, Ella, go! Scheiße, kannst du knicken? Ich rutsche erst so. Was zum Henker macht denn Ella? Ich rutsche weg, Henker! So! Füße ranbasteln. Das Ding mit mir und Messen ist, ich kann es immer versuchen, aber es sieht immer scheiße aus, weil ich mich jedes Mal vermesse, weil ich nicht messen kann. So? Ich brauche jetzt mal nicken oder... Mach doch! Ah, okay, gut.
gehe jetzt einfach mal von einer Seite zur anderen. Hier haben wir sein Kallax-Regal, das ich ein bisschen aufgepeppt habe, mit Beinchen in der passenden Farbe zum Schrank. Da habe ich den gleichen Lack genommen. Und ich habe dieses Zimmer jetzt ja schon eine ganze Weile eingerichtet. Und er liebt dieses Regal. Er findet großartig, dass er aus den Kisten selber rausnehmen kann, was er haben will. Wir haben da Eisenbahnschienen drin, wir haben Bauklötze drin, wir haben Autos und Stofftiere. Und hier oben sind Bücher. Das sind so seine Liebsten. Und da oben drauf, da kommt er noch nicht so... Hier, da oben drauf, da kommt er noch nicht so gut an. Da sind Bücher, die eben ein bisschen zarter sind, die normale Seiten haben, keine Pappseiten. Ich habe nämlich ein Rabaukenkind und ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass er diese schönen alten Bücher nicht kaputt macht. Die gucken wir also nur zusammen an, die kann er sich selber nehmen. Und das Bild in der Mitte hat mal seine bunte Omi gemacht. Das mag er auch sehr gerne, das muss ich vielleicht nochmal irgendwann anhängen. Aktuell steht es da noch, weil ich mich noch nicht entschieden habe, welche Wanddeko wir haben wollen. Dann haben wir hier seine kleine Lampe, die machen wir dann abends an, um das große Licht auszumachen, damit es ein bisschen gemütlicher ist. In der Kiste ist aktuell nichts drin. Ich glaube, die kommt noch weg. Es sei denn, mir fällt noch ein, was wir da reintun können. Und hier ist dann der wunderschöne Schrank. Ich habe mir solche Mühe gegeben, diesen Schrank aufzuarbeiten, weil ich den wirklich einfach optisch so hübsch finde und ich wollte ihm gerecht werden. Man sieht an einigen Stellen ganz minimal noch so kleine Risse, aber insgesamt hat es super geklappt mit dem Holzleim bzw. diesem Holzspachtel und dem Lackieren. Ich habe schon ein paar Mal Dinge lackiert, noch nie ist es so gut geworden. Ich habe alles mit dem Pinsel aufgetragen und habe dann so von mehreren Ecken gehört, oh, da wird es aber streifig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die in den Lack gemacht haben, aber es hat wunderbar funktioniert und es ist überhaupt nicht streifig geworden. Ich habe den Schöner Wohnlack benutzt. Ich wünschte, das wäre eine Kooperation, ist es aber nicht. Aber das ist wirklich der einzige Lack, den ich bisher benutzt habe, der so problemlos funktioniert hat. Also ich empfehle dem wirklich jetzt inzwischen jedem, der irgendwas lackiert und sagt immer wieder, nimm Schöner Wohnen. Ich weiß nicht, was sie da reinmachen, aber es funktioniert selbst, wenn man keine Ahnung hat. Und ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf dieses wunderschöne Möbelstück. Drinnen habe ich es auch ein bisschen organisiert. Wenn ihr da irgendwie Interesse habt, das zu sehen, könnt ihr gerne mal Bescheid sagen. Aber insgesamt sieht er auch so einfach schon sehr, sehr, sehr schön aus. Daneben steht Wimmys Sessel. Den haben wir damals gekauft, glaube ich, noch in der alten Wohnung und haben ihn dann nachher als Stillsessel benutzt und auch als Mittagsschlafsessel. Wimmy hat ja am Anfang nur auf dem Arm geschlafen und da haben wir ihn sehr, sehr viel benutzt. Jetzt aktuell benutzen wir ihn eigentlich nicht mehr. Deswegen überlege ich, den hier vielleicht noch rauszunehmen, einfach damit Wimmy mehr Spielfläche hat. Den Monchichi haben wir von einer ganz, ganz lieben Nachbarin bekommen. Die hat Wimmy so in ihr Herz geschlossen und hat ihm neulich den Monchichi gegeben, den er sehr heiß und innig liebt. Der hat da immer so einen Ehrenplatz auf dem Sessel, wenn er nicht gerade rumgezerrt wird. Daneben haben wir das kleine Schaukelpferd, was Wimmy mal von seiner bunten Omi bekommen hat. Und da über hängt der Mond. Das ist Wimmys Nachtlicht, den kann man auch in die verschiedenen Mondphasen umschalten, je nachdem wie hell oder dunkel man das haben will. Und das liebt er sehr. Also ganz dunkel mag Wimmy nicht so gerne und mit dem Nachtlicht geht es inzwischen sehr, sehr, sehr gut. Und daneben haben wir dann das kleine Zelt oder den Pavillon. Den liebe ich sehr, Wimmy auch. Den kann man an allen Seiten hoch machen. Manchmal nimmt er den, um sich da reinzukuscheln und wir gucken uns ein Buch an. Manchmal spielen wir da drin Verstecke. Ihr seht da so ein bisschen an der Seite, dass er überall aufgeht. Das heißt, Wimmy kann da auch sich hinter verstecken oder wenn alles runter ist, dann kann ich ihn sozusagen da drin auch erschrecken. Das mag er auch sehr gerne. Insgesamt finde ich den auch super gemütlich. Der passt hier wunderbar rein und mit den warmen Farben ist es irgendwie auch so eine richtig schöne Kuschelecke. Daneben steht der Puff, den hatten wir ja auch schon im Babyzimmer. Braucht er, damit er hier aus dem Fenster gucken kann. Keine Sorge, die Dinger kann man abschließen. Seitdem er rausgekriegt hat, wie man das Fenster öffnet, habe ich die natürlich abgeschlossen. Aber wahnsinnig gerne klettert er da hoch und guckt aus dem Fenster und entdeckt Krähen und Tauben und was er nicht alles so sieht. Dann sein cooles schwarzes Bobbycar und sein Bettchen. Das ist wirklich seit der Baldachin, wie auch immer das Ding heißt, da hängt einfach einer seiner Lieblingsplätze. Er schläft gefühlt besser da drin. Da seht ihr Wimmys alte Kommode, sein Lieblingsbuggy, den fährt er immer durch die Gegend. Die Kommode wollte ich lassen, weil die einfach sehr, sehr viel Stauraum bietet. Ich kann da gut Sachen drin sortieren und organisieren. Ich habe sie ein bisschen verändert, weil ich einfach diesen Hemdeslook so ein bisschen über hatte und habe, wie ihr seht, da einfach neue Knöpfe dran gemacht. Die habe ich in der gleichen Farbe lackiert wie auch den Schrank. Wer mir schon ein bisschen länger folgt, kennt die Farbe. Die hatte ich nämlich in der Küche an der Wand, als Jelena und ich unsere Küche damals gemacht haben. Und ich mag die sehr, sehr gerne. Und das hier ist das Herzstück. Das ist unser Kletterdreieck und Wimmy liebt das mit großer Leidenschaft. Er hat am Anfang vor allem seine Autos darunter fahren lassen oder Stofftiere oder Bücher oder alles, was nicht niet- und nagelfest war. Inzwischen klettert er gerne rüber und rutscht selber darunter auf dem Bauch, auf dem Rücken. Und er hat wahnsinnig viel Spaß dran. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass es vielleicht noch zu früh ist dafür, aber er ist wirklich so ein Klettermaxe. Er findet es großartig und gerade an Tagen,
wenn es regnet und wir nicht rausgehen können, bin ich sehr dankbar dafür, dass er da so ein bisschen seine Energie los wird. Und ja, ich liebe das sehr. Große Empfehlung. Insgesamt finde ich das Zimmer super schön. Es hat alles, was Wimmy braucht. Ich mag das sehr gerne. Das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, ist, dass die Wände sehr weiß sind. Ich denke, ich werde auf jeden Fall das Bild von seiner bunten Omi noch anhängen und dann mal gucken, was ich noch so finde. Ich habe bis jetzt noch nicht so richtig Bilder gefunden, die mir gut gefallen haben. Von daher, ja, muss ich einfach noch mal gucken. Falls ihr da irgendwie einen Tipp habt oder so, schreibt mir das gerne. Ich hoffe sehr, das Ganze gefällt euch. Ich habe alles, was ich so gefunden habe, in der Infobox verlinkt. Falls euch irgendwas interessiert, guckt da gerne mal rein. Und ansonsten, ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und fröhliches Umgestalten.